Heute Geburtsvorbereitung bei Elefantenkuh Hoa. Ein Giraffenkind kriegt einen Namen. Und Schimpanse Alex im Busch. Im Leipziger Zoo. Der Dienst im Tierkindergarten beginnt wie immer in aller Herrgottsfrühe. Ja, ja, ja. Kirsten Roth. Nicht allzu oft in diesem Areal. Ach, Gottes Willen. Ja, geht ja schon los. Doch das Geschwätz der fränkischen Landgänse hat sich herumgesprochen. Ich habe gerade vom psychischen Druck erzählt. Ihr macht den hervorragend. So, auf geht's. Kommt. Ihr seid Kanonen. Yay, ärgert mir heute wieder die Rosen, ich sag's euch. Ich sehe alles. Die sind manchmal ein bisschen übermütig und wecken dann das Schwein recht unsanft und gehen ihr dann immer ein bisschen auf die Ketten. Madame, wie sieht's denn aus? Sind wir schon munter? Schönen guten Morgen, Herzblatt. Och, na, hier schläft ja einer noch ganz fest. Na, guten Morgen, mein Schatz. Heute machen wir mal dein Lager fein, hm? Kommst du mal rausgucken? Gibt's gleich Frühstück, Schnecke. Komm her, Zwerg. Gleich nebenan lebt Rosi, ein Minischwein. Na, guten Morgen, meine Süße. Schönen guten Morgen. Das ist schon wieder die Dreierbande unterwegs und macht Stimmung, hm? Sowas. Hm? So, jetzt geht's los. Frühsport. Vorbei Frühsport. Die gemütlichen alten Zeiten, seit diese Gänse hier zugezogen sind. Tempi. So, mein Sonnenschein, jetzt bist du müde. Hat heute einen Termin zur Geburtsvorbereitung. Ja, Hoa, sei mal schön. Mit Hoa. Dass die Hoa trachend ist, das wissen ja wahrscheinlich alle nur in der Zwischenzeit. Man sieht es zwar noch nicht so sehr, die ist immer so korpulent. Aber kurz, ja gut, sie kriegt Brüste. Kurz vor der Geburt ist es günstig, wenn man bei dem Blut zieht. Und dadurch, dass sie das nicht kennt, weil die war noch nie trachend und wir brauchten von der auch noch nie Blut, müssen wir nur trainieren, dass sie ein bisschen stillhält und Hoa ist gut, mein Schatz. Ein bisschen stillhält und sich Blut ziehen lässt. Weil am Blut kann man sehen, wann das Jungtier ungefähr kommt. Also meistens jedenfalls. Es klappt nicht bei jedem Elefanten. Aber ich hoffe mal, dass es bei unseren klappt. Blut ziehen. So, Hoa, mein Schatz. Das ist ja nicht unbedingt beliebt. Gehen wir weiter. Hoa, wo willst du hin? Komm hier. Hoa, down, lay down. Lay down. Hoa, lay down. Down, lay down. Na los, mach. So ist schön brav. Am besten so möglichst schnell entspannen. Lay down, hier rüber, lay down. Lay down. So ist er brav. Fein brav. Immer gib mal was. Ich mach mal ein kleines bisschen kürzeren Abständen. Kürzeren Abständen. Die erste Übung ist kurz. So ist schön. Und noch schmerzlos. Wenn man das Ohr ein bisschen mit heißem Wasser abscheuert, sieht man die Venen besser. Weil die können auch ganz schnell Hoa ledern. Halt ruhig. Die können auch ganz schnell zumachen. Und da kommt kein Tropfen raus. So ist schön brav. Obacht, ich halte bloß dein Ohr fest. Ich schütte heute nicht. Hat keine Angst haben. So ist brav. Hoa ledern. Nein. Hey. Was machst du denn heute für Gezappler? So ist schön brav. Ich mach da gar nichts. So, und da gewöhnt sich schön daran, dass man an dem Ohr rummehrt. Lay down, Hoa. Das dauert so ungefähr 3-4 Wochen. Und der nächste Schritt ist dann, dass noch ein Dritter mit reinkommt, der das Ohr festhält, damit ich dann das Blut ziehen kann. Obacht, ich lass sie aufstehen. Hoa, lay down. Hoa, ab. Ab. Los. Ab. Und Schorro. Hoa, Schorro. Und das Gleiche machen wir auch im Stehen. Damit wir das andere Ohr kriegen, weil wenn man permanent in die gleiche Vene sticht, kann es passieren, dass die eine Venenentzündung kriegen. So schön brav, fein brav. So. Nochmal Ohren lang ziehen und fertig. Okay, Checker, das reicht. Aber der hat schon ganz immer Blut rausgeholt in der Zeit. Das Training ist wichtig.
in ihrem Alter ist Hoa als Erstgebärende eine Risikoschwangere. Jacob, bist du am Schieber? Beachchef, Hoa Schocher, Rand ab. Komm hier. Und jetzt geht's erst mal raus. Die Erdmännchen stehen vor einer gigantischen Herausforderung. Für was noch öfter, würde ich dich mal bitten, Anja. Jörg Gräser, der Meister der Tierbeschäftigung, hat sich wieder was einfallen lassen. Was Besonderes. Weil die sich dann besser spießen lässt. Eine Verpackung fürs Futter. Ich mache jetzt den Deckel auf hier. Ja. Dann hören wir die aus. Wobei Erdmännchen auch so gerne so rini Fleisch essen. Und dann füllen wir die mit ihrem Frühstück. Und dann machen wir natürlich noch ein paar Leckerlis so insgesamt. Und das Ding stellen wir auf Beine. Da werden die auch erstmal alle große Ohren machen. Und vor allen Dingen, ich tue ja die Surine nicht einfach bloß so rein. Ne? Das ist ja dann meistens schon irgendwo ein bisschen als irgendwas Urisches verkleidet. Ne? Die Erdmänner, die müssen ja letztendlich auch irgendwo rankommen ans Futter. Ne? Und quasi ist das dann so, dass die hier auch mit ihren kleinen Pfoten reinfuddeln können und dann rausziehen können. Eine Idee mit Hand und Fuß. Naja, ich will das ja ein bisschen erhöht stellen. Und da kommen quasi hier ein bisschen so die Beine dran, ja. Also das soll ja nicht ganz so einfach werden für sie. So, jetzt gibt es erstmal hier schön das Leckerli rein. Ihr seht also, die kriegen eine schöne gemischte Palette. Jetzt machen wir die hier zu. Eine eigene Spezies. Bisher völlig unbekannt. Ist ein bisschen unheimlich. Ein Monsterinsekt ist das. Mit Fühlung. Sehr gut. Sieht doch cool aus, ha? So, Goodie. Dann werden wir mal die Bande füttern gehen, die haben nämlich Hunger. So. Auge in Auge mit solch einem Monstrum. Ob das gut geht. Wow, habt ihr da Angst davor? Guck mal da. Ja, schau mal. Was ist denn das? Oh, das riecht lecker, hä? Das riecht lecker, hä? Rosi. Du kriegst dein Frühstück gleich, Schnecke. Der geht's gerade nicht so gut. Ihr Banausen, wagt's euch. Ich hab euch im Blick, ich sag's euch. Ein Schnubbi. Hey, Die arme Sau. Du, Rosi, ich nehme jetzt hier mal die Schubkarre weg. Kriegt auf ihre alten Tage noch mal richtig Stress. Früher lebten hier alle in friedlicher Eintracht. Auf dieser Haustierfarm. Die Zeiten ändern sich. So, von die Josie schon rufen hören? Von den alten Bewohnern sind nur noch Schafe, Pony und Esel da. Ich habe jetzt noch ein besonderes Leckerli. Und zwar ist das ein Apfel, den ich jetzt hier ein bisschen präpariere. Also unser altes Pony bekommt jetzt jeden Morgen und jeden Nachmittag diese Herztablette. Und die muss man irgendwie so verstecken, dass man sich auch sicher ist, dass die mit aufgenommen wird. Und das kann man ganz gut über ein kleines Apfelstück. Also das ist wirklich bloß dieses kleine Stück. Die kriegen sonst keinen Apfel regulär. Und dann macht man so eine kleine Tasche und schiebt das rein. Und dann merkt sie das überhaupt nicht. So, und da die anderen auch ganz lieb sind und das gemein wären oder mitten so ein kleines Stück zu geben, kriegen die auch eins. Und dann hat jeder seinen Seelenfrieden. Hallo, guten Morgen! Habt ihr schon gedacht, ich habe euch vergessen? Ich bin heute ein bisschen später, ha? So, das sind die Flicker und die Lucy. Das sind unsere zwei jungen Damen, Eseldamen. Die noch sportlich sein zum frühen Morgen, hm? Guten Morgen, Schatzel. Ja, guten Morgen. Ich weiß, was ihr wollt. Mal her. Hm? Schnecki, du musst das auch in den Mund stecken. 60, 70 Tiere gehören zum Hof und jeder hat sein Wehwehchen. Den einen treibt der Hunger, dem nächsten fehlen die Zähne. So, ihr zwei. Und den dritten. Geht los, hm? Quält das Herz. Guten Morgen, Josie. Guten Morgen, Mitten. Und da darf nichts durcheinander kommen. So, ihr Süßen, gibt erstmal die Herztablette. Für dich nicht, aber für dich gibt's einen Apfel.
So, Josie, du gehst an deinen Platz. So, mitten. Herztablette. Subi, mitten. Kommst du mit? Du kriegst drin. Genau. Lass dir es schmecken. Und ich mache hier mal fix zu, zumindest für die Zeit, wo die beiden fressen. Damit die Josie dann nicht auf die Idee kommt, dieses Müsli von da mitten zu fressen. So. Die Alpen kriegen spezielles Futter, extra eingeweicht, damit sich's beißen lässt. Die anderen bekommen später immer schön der Reihe nach. Müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. Wenn dann jeder aus einer anderen Ecke ruft und man gar nicht schnell genug überall sein kann. Aber, ja. Ein kleiner, feiner Hof mit Schafen, Gänsen und dem Schwein. So, Rosi, du zeigst uns die Richtung. Jetzt kriegen noch Schafe und Ziegen was zu frühstücken und dann können wir sauber machen. Das wird ein langer Tag. Na gut, dann machen wir mal los. 5 Monate alt und sicher ein Kopf größer als Marco Mena ist der kleine Giraffenbulle. Schnuckel. Noch immer der Schnuckel. Einmal pro Woche muss Schnuckel auf die Waage. Die Pfleger haben ihn gemeinsam großgezogen, weil seine Mutter ihn nicht annehmen wollte. Nun wird regelmäßig kontrolliert, ob der Kleine auch schön wächst. Hey. Können wir? Ja, können. Okay. David, guckst du an der Waage, wa? Weil, und hältst ihn ein bisschen fest, weil der die manchmal ein bisschen verrückt. So, komm. Erstmal hoch. Schnuckel ist der Sohn von Emma und Max. Und erstaunlich umgänglich für einen Bullen. Genau wie sein Vater. Na gut. Geh du bitte von der Wand weg. Das Einzige, was er macht, ist eben immer rückwärts drauf gehen. Aber Herrgott, ist halt sein Bier, wie er das macht. Und dann steht er auf der Waage, als wäre das sein Lieblingsort hier. Das ist total witzig mit dem. So, David, dein Einsatz. Das ist so fein gemacht. 106,6. 106,6, ne? Da hat er 1,6 Kilo zugenommen. Ich meine, irgendwann wird er, was weiß ich, 300, 400, 500 Kilo wiegen, dann werden wir es sicherlich nicht mehr machen. Aber jetzt, solange das so schön geht mit ihm, wollen wir das auf jeden Fall beibehalten. Ist ja schön, da hat man dann mal eben eine Gewichtskurve, wie das sich so entwickelt hat und so. Das ist eine feine Sache. Ne? Ja, der Name fehlt noch. Also das wird jetzt wirklich höchste Eisenbahn, dass der mal einen Namen kriegt. Also das ist immer der Kleine oder, ja, meistens der Kleine, aber, ja, oder der Schnucke oder sowas. Ja, aber ein Name fehlt halt noch. Das muss nun mal rausgesucht werden. Schnuckel bekommt noch einen richtigen Namen. Da hat er noch mal Schwein gehabt. Hinter den Kulissen des Gondwanalands. Hier harren die Faultiere der Dinge, die da kommen. Beschäftigen seit einiger Zeit das Personal. Die bedächtigen Zeitgenossen. Die Umzugskiste wurde in den vergangenen Tagen oft bewegt. Leander ist auf der anderen Seite. Der hängt ja, hier vorne ein bisschen ab. Wir haben die Kiste halt immer drin. Jetzt gehabt auch mal teilweise zum Füttern. Und dass er die gewohnt ist, dass wenn er umzieht, dass wir halt keinen Stress mit ihm haben, weil er ist dann doch groß und Faultier fangen, das mögen wir irgendwie anscheinend alle nicht so gerne. Und ja, ist hier los ist schon? Hast du mir hinten noch eine gehabt? Lasse Lieberding und Timo Gessner brauchen die Box. Nicht für Leander, für sein Mädchen. Die wohnt auf dem gleichen Gang, ein paar Meter weiter. Faulinchen, ein bisschen zarter und recht scheu. Sie soll in die Tropenhalle ziehen. So stressfrei wie möglich. Ja, wenn Sie meinen, sie läuft rein direkt, wo sie ist. Es ist nicht der erste Versuch. Kann sein, Faulinchen durchschaut den Plan. Eins höher? Nee, geht nicht.
freiwillig in die Falle. Dort ziert sie sich, hält fest am wohlvertrauten Terrain. Ärgern Sie sich mal von hinten. Ich muss ärgern, weil ich immer noch der Flavor bin. Habt ihr noch Gurke oder sowas hier, Lasse? Martina Molch Gurke, Zucchini, das frisst die sehr gerne. Hat eine Idee. Rote Beete, gibt's sowas auch? Ja. Das frisst die lieber. Also einen alten China-Kohl, ne? Sie kennt Faulinchens Vorlieben. Okay. Herr Schau, übernehmen Sie mal. Den Männern dauert das zu lange. Das Faultier soll in die Tropenhalle. Möglichst nicht in Zeitlupe. Ja, ich mach mal das Brett zu, dass die nur abhält hier. Am besten ist Wasser. Die Schwuppe mal dran, sieht man die leicht. Jetzt wird's langsam eng. Von da oben hat Frau Linchen zwar den Überblick, aber die Fluchtwege nach allen Seiten abgeschnitten. Ich würde dies so dranhalten. Anja, ich geh mal rein und du gibst es mir mal rein. Ha? Okay. Bei den Erdmännchen wird serviert. So, okay. Hey, Babys. Nehmen Sie ihn erst mal. Babys. Kommt mal her, kommt. Kommt her, kommt, schnell. Na, kommt her, kommt. Ne, fein. Guck mal hier. Doch große Angst jetzt. Doch große Angst. Nee, doch nicht. Guck, was das Feines ist. Hier, wo ich denn das? Ja, doch, schau. Hm? Da, schau, passt auf. Stell mal hier. Ja. Hey, das ist cool, ne? Na dann, viel Spaß, ihr Mäuse. Ja, Mahlzeit. Na, guck mal, wie ist es aus, Pool, ne? Und da wird er mit dem Hintern weggedrängelt. Geh weg von dem Loch hier und so, ne? Also quasi das Ellbogenprinzip. Hier, guck mal, das Ohr wird gefressen. Oh, jetzt war es weg. Ja, was ist denn das, hä? So ein Antenne dran. Hm, und siehst du. Der hat leider Ei auf dem Kopf. Ist das bestimmt manchmal bitter, wenn du das weißt, gerade was Gutes gesehen hast, greifst du drei in der Arm lang nicht zu und auf der anderen Seite verschwindet es, weil der andere rast. Jörg sein Monsterbuffet. Überwältigend. Das strengt ja auch an. Also, das ist ja richtig Arbeit für die, das aus den Löchern rauszufuddeln. Ständig diese kleinen Arme, geht das immer, geht ja immer ständig ineinander weg. Ne? Und dann sind die irgendwann mal brät, ne? Und dann ruhen die sich aus. Und dann, wenn wieder der Hunger kommt, ne, dann gehen die wieder hin und machen weiter. Ne? Aber jetzt haben die erstmal eine ganze Weile noch zu tun. Das ist wie beim Branchen. Ja, richtig reinhauen und dann mal ein Päuschen machen. Mal zurücklehnen. Und dann wieder ab ans Buffet. Derweil erwartet Schnuckel einen anständigen, imposanten Namen. Irgendjemand hat ja Icke unterstrichen. Icke? Oder, ja. Warst du das nicht? Nee, das war's nicht. Der ist bereits in Arbeit. Im Pausenraum. Hallo. Dann aber Kito, finde ich relativ niedlich. Ja, Kito. Kannst du auch merken. Die Leber. Passend. Soll er sein. Es gab übrigens auch Chili. Butzi. Ja, Butzi, das wäre schon mal so ein bisschen ans Kinderradio. Jetzt wird man ein großer Bulle, dann willst du den Butzi rufen. Nee. Ja. Ah, da ist er ja nicht mehr bei uns, da müssen sich andere damit rumärgern. Butzi. Oluwafemi. Das geht aber schön von der Zunge. Oluwafemi. Ja, ruf das mal. Nicht sehr einfach, ne? Erheblich. Also ich wäre sehr für Schukwuja. Da rufst du den aber. Das ist der Schuppen, der ist schon da. Da geht er eh weg, du brauchst ja nicht so lange rufen. Ja. Ja. Keine leichte Wahl. Im Tierkindergarten. Achtung, Zwerge. Warte mal, ich mach mir ja zuerst. Ja, das ist lieb. Das sehe ich alle raus draußen.
Da taucht überraschend Jörg Gräser auf. So, das sind jetzt erstmal die letzten Bruteier. Okay. Die Springer. Vorhin ist auch schon eins geschlüpft. Ja, ehrlich? Ja, ich musste jetzt mit der Temperatur ein bisschen hochgehen. Das hatte jemand ausgemacht und das war noch nicht. Wir haben jetzt immer noch nicht optimal. So oft es geht, bestückt er den Brutschrank mit frischen Hühnereiern. Frei Haus. Warte mal, was ist denn das? Aber es ist immer noch nicht optimal. Wir haben erst 30. Ist doch nicht trocken. Schubi, aber du siehst schon viel. Weißt du, das ist so ein kleines Weltzimmer hier. Ja, das sind unsere. Ja, das ist ein kleines Weltzimmer. Das ist ganz schön kalt. Ja, ich hab schon. Ein passionierter Geflügelzüchter. Das Ei, was ich hier mitgebracht habe, das ist nur ein Kämpferei. Ach, das ist von den Kämpfern, okay. Groß. Das sind Kämpfer. Das sind die Schwarzen, genau. Das ist ein Kämpfer. Das sind Kämpfer. Also sieht doch schon Kämpfer aus. Ja, klar. Das wird mal ein schöner Hahn hier. Also ich züchte die ja selber zu Hause, Kämpfer. Das sind moderne englische Kämpfer. Ne? Und ich habe die in birkenfarbig. Die kriegen dann so einen silbernen Hals. Ne? Und das wird mal ein kleiner, schöner Hahn. Da kannst du auch schon schön den Kamm sehen hier. Und der ist auch sehr schön gezackt. Hat auch keine Doppelzacken. Ne? Das sieht gut aus. Wird mal hübscher. Kleine Kämpfer, junge Wellensumerhühner. Und alle wollen nur eins. Inzwischen sind 3 Stunden vergangen. Und Kirsten macht immer noch die Runde. So, guten Appetit. Die Jüngsten futtern im Warmen. Die Größeren gleich nebenan. Und die haben jetzt hier noch mit Ausgangsmöglichkeit. Jetzt hüpfen sie gerade alle raus. So, hallo, ihr Zwerge. So, und das ist hier schon eine bisschen ältere Altersstufe, die auch schon in die Freiheit dürfen. Das heißt, die können auch schon mal raus und dort Frischluft schnuppern. So. Und dann gibt er dann draußen auch mal was zu essen. Hm? Habe ich das erzählt? Gestern im Langdienst habe ich die Hühner gesucht. Ich hatte die ja eingesperrt wegen Fuchs. Und dann saßen sie alle dort oben auf der Brutbox, alle 14. Also eins saß ganz oben auf der Klappe und hatten so einen Schiss von einer Maus, die hier im Futternapf saß. Aber da müssen wir was dagegen machen. Ich habe schon unten, also ich habe das schon gemeldet. Und wir haben schon den Wassernapf draufgestellt aufs Loch und das wird zugemacht. Ja. Das ist schon gemeldet. Wir jedenfalls müssen wir mal eine Lebendfalle aufstellen und die dann umsiedeln. Ja. Hinten in unsere Mäusebox dort mit rein gleich. Angst vor einer Maus? Da lachen ja die Hühner. Trotzdem, die drängeln sich heute lieber hier drin. Nur die Großen schauen draußen. Na, meine Buddel, ne? Wilder Hühnerhaufen. Mitten im Zoo. Ah, die haben es wirklich schön gemacht. Also auch die Hennen, die sehen super aus hier. Ey. Und das sind hier, der ist der Hahn, der ist top hier, der hier. Der sieht toll aus. Der hat aber auch eine kleine Macke im Kamm. Züchter Latein, für das Kirsten jetzt kaum Ohren hat. Die Ställe müssen geputzt und unzählige Tiere versorgt werden. Wobei wir wieder beim Thema Füttern werden. Ihre Schäfchen warten, Schwein und Gänse auch. Na ja, Schnurzeln, jetzt ist Schluss mit Schorn hier. Geht auf euren Misthaufen. Misthaufen? Da kräht gerade kein Hahn danach. Wo ist denn der Ballon? Michael Tempelhoff. Jetzt weg. Auf der Suche nach Hoa. Kann man sich vorstellen, dass ich so einen riesen Elefant verstecken kann? Hä? Seht ihr nicht? Na, da ist ja doch die Hummel. Die werdende Mutter belohnt sich. Das hat sie nach dem Training auch verdient. Die ist furchtbar zappelig und überall krabbelig. Also auf die Seite legen, die ganzen Kommandos kennt ihr. Auf den Bauch legen, auf die Seite legen. Aber man konnte die schlecht anfassen oder auf jeden Fall nicht lange. Da hat die immer gleich weggezuckt oder ist aufgestanden oder hat sonst auch schon was gemacht. Und jetzt machen wir das seit 4-5 Wochen. Und jetzt hält die schon so weit stille, dass, also jetzt können wir schon Blut ziehen. Wenn es so weit ist, lässt sich der Geburtstermin ziemlich genau bestimmen. Gut so. Noch sind die Schätzungen etwas vage. Also wir gehen davon aus, dass die Anfang nächsten Jahres niederkommt. Länger darfst du es nicht hinauszögern. Also ich glaube nicht, dass es zu Weihnachten kommt, das wäre viel zu zeitig. Aber ich meine, gut, hat es auch alles schon gegeben mit 590 Tagen oder sowas. Aber das wäre dann einen Monat zeitig. Normalerweise rechnen wir 20 bis 22 Monate und meistens kommen sie mit 21 Monaten so ungefähr zur Welt. Also im ersten Quartal, schon wenn es kalt ist. Und endlich sieht man auch schon was.
Jedenfalls ein bisschen. Also wenn die nicht gerade einen Rüssel davor hält, dann sieht man, dass er trauernd ist. Wenn man nämlich mal bei Dönschung zwischen den Beinen durchguckt, durch die Vorderbeine, da sieht man, da ist nichts. Und bei Hoa, da sieht man jetzt gerade schön, ist, ich sage mal bloß Brüste, zwischen so brustständig sind, also zwischen Vorderbeinen sind, was es ja sonst bloß bei Primaten und bei Menschen gibt, die dann so ein bisschen so aussehen. Ansonsten heißt es eigentlich Gesäuge. Das wird dann noch ein bisschen größer. Also das ist unterschiedlich trotzdem, weil es gibt welche, die haben riesen Dinger und manche, da bleibt es ein bisschen flacher. Gibt's ja woanders auch. Da spricht ein Mann aus Erfahrung. Sehr, ja, Hübschen. Baby muss wieder arbeiten. Das Faultiermädchen. Nun noch richtig in Bedrängnis. Es gibt kein Entrinnen mehr. Halt, ans Gitter drücken, ans Gitter drücken. An die Wand. Genau, sieht gut aus. Von den Pflegern übermannt. Muss sie ihre Bleibe räumen. Hat sie schon mal erlebt, vor ein paar Wochen. In eben dieser Kiste, mit demselben Ziel, Gondwanaland. Heimisch geworden ist sie da nie. So. Und nun? Alinchen, ich war's nicht. Ach so, will's keiner gewesen sein. Ich war's nicht. So. Ich war nur anwesend, ich war's nicht. Gondwana. Der Urkontinent, tropisch, paradiesisch. Faulinchen hat hier einfach nicht bleiben wollen, war mehrfach von dieser Insel geflüchtet. Das muss Fleisch die Kiste da drüben umsetzen. Wieder dort muss er. Das war da ihre Ecke immer genau. Nee, nee, hoch. Aber die Kiste passt doch nie im Leben da oben drauf. Also natürlich. Das muss bloß vom Haltbarkeit reichen. Ja, das muss einfach nur halten. Der alte Futterplatz, zwischen Bäumen, gut versteckt. Ja, sie ist noch ein bisschen nach hinten beweglich, ja. Bei dem Tiger klappt sie jetzt nicht mehr in der Hand. Auf den ersten Blick scheint alles so, wie es war. Faulinchen bezieht erneut Quartier. Für sie das zweite Mal, ja. Wir haben das Ufer so verändert, dass sie gar nicht mehr direkt ans Wasser kann. Und weil sie ist einmal schwimmend bisher weg. Und jetzt sollte sie gar nicht mehr bis ans Wasser kommen. Wir werden sehen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Weil Faultiere sind Ausbrechkünstler. Und da müssen wir wieder flexibel reagieren. Heimlich das Heim umgestaltet. Eine neue Herausforderung für die Ausbruchskünstlerin. Die Schafe haben ihr Frühstück inzwischen vertilgt. Den ersten Hunger gestillt. Nur die fränkische Landgans kriegt den Hals nicht voll. Rosi, kommst du mit? Ja. Jetzt geht's los. Kirsten schreitet zum zweiten Gang. Na? Frisches Grün. Das ist schön. Jetzt kann ich euch hier alle noch mal aus der Nähe sehen. Nur deine Nase sieht heute schon besser aus. Wir haben hier ein Somani-Schaf dabei. Das hat ein bisschen eine laufende Nase gehabt, aber das sieht heute schon deutlich besser aus als gestern. So, wir müssen hier ein bisschen sortieren. Also ich habe einmal frische Luzerne drauf. Das ist das hier, was sehr blattreich ist. Das ist aber nichts für die Schafe. Das wäre für die Schafe viel zu eiweißreich. Das sind wirklich reine Grasfresser und die bekommen auch bei uns bloß schönes Gras. Oh, ihr seid so niedlich, ihr kleinen Geister. Ha? Das macht die Gänsebande, die ist recht ruhig heute.
Jetzt muss ich mal gucken, wo hier die Rosi abgeblieben ist. Die hat einen Anschluss verpasst. Rosi! Ihr Banausen! Herzplatz gibt Frühstück. Wie sieht's aus? Kommst du mit? Hm? Gibt frische Luzerne. Am Ende meckerst du wieder, weil du es verpasst hast. Ganz schön garstig, dieser Clan. Können das Schwein einfach nicht riechen. Aus unerfindlichen Gründen. Na, ihr habt ja schon euren Posten bezogen, wenn das mal nichts ist. So, ihr Nasen. So, dann dürfen wir die Rosi nicht vergessen. Die wird nachher irgendwann panisch feststellen, dass es ja schon Zeit war fürs Grünfutter. Aber das ist okay, ich mache jetzt bei den Gänsen zu und dann schnabulieren sie der Rosi auch nichts weg. Und dann hat jeder seinen Frieden. Rosi hat mächtig was abgekriegt. Im Giraffenstall, da hat das Warten gleich ein Ende. Wir sind wirklich ganz schlecht ausgerüstet, nicht mal Sektgläser haben wir da. Das ist krass. Müssen wir mal noch was ändern. Wir kennen nur so Urinbecher. Das Rätsel um den Namen soll nun gelüftet werden. Na, Schnurzel. Ja, bisher hieß er ja Zwergnase, oder? Naja, immer. Jeder hat ja auch schon was anderes gerufen. So, ich habe hier ein bisschen Taufwasser. Also, wir können ja nur leider nichts trinken, sonst hätten wir natürlich eine große Flasche rangeschleppt, aber. Ja. Riechen tut er gut. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Naja, mehr als ich kann es jetzt. Der Pastor hat das früher immer so gemacht. Der hat reingetunkt. Das kann jetzt mal sein, dass er da ein bisschen. Warte mal. So, der Pastor hat das so gemacht. Reintunken, genau. Und dann. Ich taufe dich auf den Namen Musegi. Musegi. Ist afrikanisch. So. Fein. Jetzt, Musegi? Jetzt heißt er so. Was Putziges ist, ich meine, er hat gelbe Beine. Das ist schon irgendwo kurios. Man könnte denken, er hat Gelbsucht, aber er ist im Durchweg gelb. So unten die Beine, das finde ich schon klasse. Na Gott, das ist eben halt sehr, schon eine Hübsche. Ja. So. Guti, da können wir den jetzt im Prinzip versuchen, den gleich zurücklassen. Aber ja. der Max steht jetzt ein bisschen ungünstig. Könnte sein, dass es nicht funktioniert. Na los, kleiner Mann. Geh. Als Zwergnase kam er rein, als Musegi geht er raus. Ah, ja. Ja, aber ein bisschen merken muss ich mir das jetzt trotzdem so. Dann werden wir das eine oder andere Mal noch Kleiner sagen oder Zwerg oder irgendwas. Gut. Na komm. Schnurzel steht seinen Mann. Auf gelben Beinen und mit neuem Namen. Was Musegi nur bedeuten mag. Bedächtig. Guckt sich Faulinchen um, was ist neu im alten Zuhause? Will wieder, meine ich. Doch, jetzt. Sebastian Schau und Lasse Nieberding stören schon wieder. Jetzt kriege ich schon wieder nasse Füße, ey. Nee, das schaffen wir alles so. Wir legen das erstmal hier hin. Das Futter, E-Zaun wird ausgemacht. Ach, Stromzäune und Wassergräben. Gut. Da. Jetzt. Scheint ja eine Flucht wirklich unmöglich. Ja, also das geht hier ringsherum. Das sieht man jetzt nicht so doll, aber. Das ist praktisch wie, man nennt es jetzt E-Gras, also das ist ein E-Zaun in Grasform. Dadurch, dass sich das hier auch so schön alles auseinander bewegt, sieht es der Besucher auch nicht so stark. Tiere lernen natürlich, hier ist eine Grenze und hier können wir nicht weiter und das ist letztendlich dann der Sinn. Gut. Faulinchen, wir sind es nur. Wir machen erstmal ganz viel Lärm. Ein bisschen Hektik jetzt. Die beiden. Jetzt habe ich ein bisschen was. Haben diesen Kasten
in den vergangenen Tagen. Feine. Schon so manches Mal rumgeschleppt. So, wie machen wir es mit der Kiste jetzt? Hol mal den Eimer her. Da kann ich in den Eimer reintreten. Ich habe nicht so kleine Füße wie Molly. Warte, warte, warte. Sehr schön. Vielleicht nun zum letzten Mal. Und das Laub können wir ja auch bei ihr dann aufhängen. Was hältst du von hier? Was sagt der Fachmann? Ja, in eine Richtung muss sie ja. Paulinchen. Möhre? Von all dem nicht amüsiert. Nicht so das Richtige. Endiviensalat? Aha. Ja. Und die finden da ist was Feines. Wer fressen kann, den kann es ja gar nicht mal so schlecht gehen, wa? Ja. Trotzdem, das Faultiermädchen lässt sich auch mit Leckereien nicht aus der Reserve locken. Schön in die Hand nehmen. Gut, jetzt viel Spaß. Faulinchen. Von den Geschehnissen des Tages überrumpelt. Die Pfleger sind zufrieden. Gut, dann zum Mann. Genau. Und während die beiden ihre Kiste wieder nach Hause tragen, sammelt das Mädchen neue Kräfte für den nächsten Tag. Mal sehen, was dann kommt. Bei der kleinen Schimpansengruppe Ruhe vor dem Sturm. Denn jetzt kommt Christina Tempelhoff. Es gibt Futter. Da kommt Schwung in die Truppe. Zu Tisch. Der einzige Mann in der Gruppe, Alex, hat einen besonderen Platz, an dem er speist. Im Busch. Alex ist da unten mitten im Bambus. Man sieht jetzt nur das Gesicht. Jetzt sieht man es nicht mehr. Da ist er. Das weiß keiner, warum. Aber nur hier will er immer sein Mahl einnehmen. Das ist Alex sein Platz einfach. Aber wie man sieht, er macht sich ja auch ordentlich bemerkbar. Alex. Sowieso ein bisschen anders als die anderen. Es sind 5 Weibchen unterschiedlichen Alters und dann Alex dazu. Er ist erst 10, also er ist noch nicht in dem Alter, wo die Gruppe wirklich so richtig führen kann. Da fehlt ihm einfach nur ein bisschen an Alter, an Größe, an Erfahrung und so. Aber er macht das alles schon gut. Er ist ja nur handaufgezogen, bei Menschen aufgewachsen. Ist also auch gar nicht so einfach für ihn, sich dann mit so vielen Mädels zurechtzufinden. Ja, nur mit Frauen? Tja, andererseits kann auch sehr schön sein. Naja, da werden die Männer im Publikum jetzt sicher sagen, ja, am Anfang ist es ein schöner Gedanke, aber dann bringt es so eine Menge Ärger. Also die Probleme potenzieren sich ja auch. Alex' Problem? Er weiß gar nicht so richtig, wie man sich als echter Affenmann benehmen muss. Er ist ja ohne Vater groß geworden. Er hat ja auch keinen erwachsenen, dominanten Schimpansenmann als Vorbild. Also er ist dann, wo er keinen Kontakt mehr zu den Menschen hatte, hatte er vorwiegend mit Weibchen zu tun und konnte sich das einfach nicht abgucken. Am liebsten hat er eigentlich seine Ruhe. Aber was soll's? Er muss mit dieser Weiberwirtschaft hier klarkommen. Als einziger Mann und auch noch als Jüngster. Es ist bloß so, dass, wie gesagt, ihr Hager fast 10 Jahre voraus ist und sie hat einen ganz normalen Zyklus und sucht dementsprechend ja auch einen Geschlechtspartner, erster eigene Mann. Und da, egal ob sie ihm lieb ist oder nicht, muss man eben manchmal die körperliche Nähe dann ertragen. Auch wenn die Frauen ihn nerven, er kann nichts machen. Kann ja nicht einfach mal kurz Zigaretten holen gehen. Das geht als Schimpanse nicht, da muss man damit zurechtkommen. Allein unter Frauen. Der Alex. Die Wunden des Vormittags, die sitzen tief. Dann nehmen wir sie mal ein Stück mit. Dürfte eigentlich hier schon vorne rechts stehen. Zumindest macht es meistens. Nee, jetzt heute nicht. Ja, ihr seid dann auch gleich dran. Ja, hallo. Wo ist sie denn hin? Rosi auf Abwägen. Da in ihrem
in ihrer Buchte. Das ist aber na, schön. Mein Gott, das ist ja auf Bestellung. Rosi hat schon länger gesundheitliche Probleme, wird ärztlich Rosi. Betreut. Komm hier, meine Schnecke. Hallo, kommst du mal raus zu uns? Rosi, komm hier. Sandra Langgut. Mensch, Rosi. Kommt nicht zum ersten Mal. So, Mäuschen. Wie sieht's denn aus? Na, ich finde auch, also das ist einfach alles abgegangen. Das, was jetzt rosa ist, das war ja alles verkrustet vorher. Ja, die hatte richtig Hautprobleme. Also man sieht's ja noch, ne? Sie hat hier so Schuppen drauf. Und die hatte eine richtige Hautinfektion und hatte richtig Blutungen in der Haut. Hat sich also richtig geschubbert. Eventuell auch noch ein bisschen mit den Gänsen. Ihre internen Gefechte gehabt, die sie immer ganz gerne zwicken und ärgern. Aber da muss man wirklich sagen, das ist auch besser geworden. Ich denke mal, die haben einfach sich so ein bisschen über den Platz nicht einigen können. Die sind territorial, die passen auf. Und sie ist hier Chefin, die ist schon länger da. Aber das kann natürlich bei der Haut auch Probleme machen. Und vielleicht hat sie das auch alles ein bisschen gestresst. So diese Nachbarschaftsbeziehungen waren offensichtlich nicht die besten. Rosi, mein Schatz, komm, gehen wir noch mal essen. Na, ich würde auch sagen, noch mal kurz reinlangen. Futter zur Beruhigung und eine Spritze. Ach, siehst du, das merkt man gar nicht. Na, ach nein. Naja, ist gut. Da, prima. Sehr gut. Guck. Alles halb so wild. Ja, ich weiß. Ich würde jetzt wirklich noch mal schön mit einer, das machen wir mit heute einer gleich härteren noch. Bürste mal ja. So ein bisschen abschubbeln. Vorne am Kopf hat sie noch relativ ja. Viele. Dann noch mal schön einschmieren. Das machen wir. Eine Bürstenmassage. Rosige Aussichten. Da kommen zwei Männer und eine Kiste. Wollen wir jetzt mal ein bisschen beiseite stellen, die Kiste? Ach, guck mal, er frisst schon. Leander. Nur bloß hier noch ein Stückchen weiter, weil wir müssen ja den Gang freilassen. Er hat den Dienst getan. Eigentlich ist die Kiste aus Magdeburg, oder? Ja, aus Magdeburg. Ist die Magdeburg mit ihm gekommen? Unsere Multifunktionskiste für Faultiere. Gut, gut. Gut. Machst du das hier noch? Das Auge isst ja bekanntlich mit. Bei so viel tollen Laub, ob er überhaupt noch so was fressen will. Der Faultiermann. So, Dicker, stell ich's dir denn hin? Auch er lebte schon mal in der Tropenhalle. Ist er auch abgehauen. Seitdem Hi. Wohnt er hier. Ganz zurückgezogen. Ja, das klappt doch. Also Rote Beete ist eins seiner Highlights anscheinend. Also die haben echt einen gesegneten Appetit. Also. Man wundert sich echt, wie die so viel fressen und so selten scheißen können. Weil die scheißen ja ein, zweimal die Woche oder so. Scheinbar entspannt. Haben sie es doch in sich. Ganz cool. Ich glaube, er ist echt ungewöhnlich groß. Wenn er richtig loslegt, dann ist er in drei Zügen ganz vorne hier in dem Käfig. Also halbwegs. Aber der ist schon echt schnell und groß und nett. Groß und nett? Mir ist. Na gut, leg mal den Rest hier hin. Wird er bald zu seinem Mädel kommen? Das wird keine langen Wege zum Futter. Eines Tages. Bald. Auf die einsame Insel im Gondwanaland. Ja, ich denke. Gucken, wie es halt läuft. Also, denk mal erstmal jetzt auf jeden Fall ein paar Wochen wieder hier ist. Gut, lass es dir schmecken. Ja, lässt er sich. Immer mit der Ruhe. Am Ende eines langen Tages. Da muss gerade mal niemand gefüttert werden. Weißt, ihr braucht keine Angst haben, um euch dreht sich's gar nicht. So, jetzt haben wir hier ein Wellnessprogramm mit der Schweinebürste und der Schweinesanfte Hautlotion. Das ist jetzt im Endeffekt eine Emulsion für sehr sensible Haut. Also das ist ja einfach zum Einreiben gedacht. Sie weiß schon, irgendwas ist. Schnuppi, willst du noch mal in die frische Luft mitkommen? Zwergnase, Komm her, Spatzi. Und dann sag mal, wie viel ist denn da schon wieder weg von? Das ist ja Wahnsinn. Komm mal hier.
kirschenrot. Nutzt die Ruhe, will der Sau was Gutes tun. Spröde Haut und Schuppen. Das juckt. Soll runter. Willst du mal mit reinkommen? Da können wir so ein bisschen mit den Fingern noch abpopeln, was abgeht. Und dann bloß mal gucken, dass das nicht so blutig wird. Oh, Herzblatt. Ach so, ein Glück, da war ja noch Futter. Hast du ein bisschen Lotion schon drauf gemacht? Ja, das ist richtig schön eingefettet. Ach, Schnuppi. Ach, guck mal, was da abgeht, meine Güte. Löst sie sich auf. Zwerg. Ja. Scheinbar genießt die Rosi das. So ein kleiner Seitenscheitel steht ihr aber gut. Zitronisch, also schweinzitronisch. Das wird wahrscheinlich nicht mein Lieblingsduft, aber das ist jetzt auch nicht ganz furchtbar schlimm. Genau. Bist du noch wach? Ja, gut. Ist jetzt deine Schlafenszeit nach dem Essen, ha? Da fällst du eigentlich sonst immer gleich um. So, ich denke, das reicht. Dann machen wir morgen weiter. Bis du irgendwann glänzt. So, entlassen. Alles gut? Genau. Ja, saugut. So, bis morgen. Jetzt werden noch die Reste gegessen und dann wird sie sich schlafen legen. Ui. Josie ruft nach Grünfutter. Hörst du es, Rosi? Mach's gut. So. Die kleinen Ameisenbären Barrios und Felicitas haben ein Rendezvous. Und die Pfleger sind sehr wachsam. Na sicher, sicher, jetzt, wo er vor der Kiste sitzt. Und jetzt bekommt sie ihn auch mit. Erste zarte Bande oder lässt sie ihn eiskalt abblitzen? Wie sich Felicitas und Barrios näher kommen, das erfahren sie in der nächsten Folge. Außerdem Vorsicht, bissige Totenkopfäffchen und ein Präriehund. Sorgt für Aufsehen. Das und mehr aus dem Leipziger Zoo bei Elefant, Tiger und Co.